Und wenn jetzt Folgendes tun, wir werden noch ein Offline-Board-Game machen, und zwar im klassischen Gelegenheitsspiel auf einer zufälligen Map. Und wie ihr sehen könnt, wer Counter-Strike kennt, erkennt diese Maps hier auf die Entfernung. Vor allem Dust, ich glaube Miami ist dabei, aber jetzt gerade hier nicht drauf. Italy haben wir dabei und vieles mehr. Wir haben unsere alten Karten, wir machen mal mittlere Bots, sonst ist es zu einfach. Und legen los, wir sind auf Nuke. Kaufen Sie zu Beginn jeder Runde mit verdientem Geld neue Waffen, Einstellungen. Freundbeschuss ist aus, Teamkollision ist aus, 50% aller Abschlussprämien. Die besten aus 10 Runden. Die Ladedaten sind immer noch am Laden der Daten, Mensch. Dieses Spiel ist einfach nur zu empfehlen, finde ich. Für 14 Euro hat Steam wirklich sich was geleistet. Es ist wirklich ein geiles Spiel, es macht sehr viel Spaß. Wird auch nicht langweilig. Ich bin wirklich, bin überzeugt von dem Spiel. Schon damals fand ich das sehr interessant. Wir sind natürlich der Antiterror-Einheit angehörig. Und zwar der britischen Antiterror-Einheit. Come on, chop. Ich muss gerade mal nochmal schauen, wie das hier war. Genau so war das. Wir kaufen uns eine Desert Eagle. Und rennen direkt rein. He's got the bomb. Schauen uns mal an, was hier so passiert. Alles klar. Wir gehen da lang, wir gehen hier lang. Wir sind sehr schnell unterwegs auf jeden Fall. Wie ihr sehen könnt. Da haben wir einen unserer Kollegen. Alles klar, Mann. Ich komme dir zur Hilfe. Warte. Nein! Dieses Spiel hatte auch zwar nicht viel, aber auf jeden Fall. The bomb, Kalia. The bomb is down. Has three left. Die Briten hören sich echt komisch an. Da haben wir einen Gegner, den wir gleich. Den haben wir! Ach ey! Two targets left. Den hätten wir erledigt! Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Meine Leute eingepennt oder was? Da haben wir den letzten erledigt! Was los mit dir, hä? Warte kurz. Mehr hier. Jawoll! Bester Spieler ist zwar Bot Irwin, warum auch immer, aber pff. Oder was? So, holen wir uns jetzt mal ein schönes Gewehr. Wir besorgen uns ein M4A1. Ein M4A1. Nee, M4A4. Ja, ich wusste genau, wovon ich rede. M4A4 ist der Nachfolger M4A1. Das hätte ich wissen müssen. Das Geile ist, die Bots wissen genau, wie sie laufen. Deshalb habe ich eigentlich nicht so die Chance. Unterwegs. Die Bots werden sich schon noch umsehen, wenn ich komme. Bomb has been planted. Oh, Junge. Teambeschuss ist zwar aus, aber man kann sich ja nicht sicher sein. Da haben wir ihn! Oh, oh. Nein, die Bots sind geworden! Just us left, son. Wir haben alle erledigt! Und Bot Irwin! Bot Irwin hat das schon wieder auf die Reihe gekriegt, das ist ja Wahnsinn! Wir bleiben einfach mal so! In peace. Peace. Oh, ja, hallo, hier ist die Aufnahme gerade abgeschmiert. In der Aufnahme. Hey, na, und hier so. Gut, machen wir weiter. Ist nicht viel passiert. Inzwischen! Aua. I heard something. Ich auch. Komm hier! Ach, super. Nein! Der Waffenwechsel. Das schafft mein Team ja nie!
Die gehen zu dritt auf einen und stirbt da auch nur einer oder was? Counter-Strike-Bot-Logik. Aber er hat die Bombe fallen lassen. Töte sie! Töte sie! Okay. Echt. Ist ja lustig, wir können den Bot übernehmen. Das ist, finde ich, schon mal gut. Arschloch. Hoffen wir mal, dass sie jetzt hier nicht unten lang gegangen sind. Leute, habt ihr die Bombe gesehen? Hallo? Was war das denn? Wo war denn die Bombe? Ich hab die Bombe nicht gesehen. Das ist ja unfair. Ah, ihr Arschgeigen. Ich komme euch nochmal quer. Nee, das wollte ich gar nicht. Komm mal zurück hier, komm. Schwer. Jetzt gibt's aufs Maul, Jungs. Wir können verlangsamen, aber dafür den Ziel. Also ich werde das Spiel jetzt nicht durchspielen, weil das sind jetzt, wenn jetzt nach 10 Runden, das ist jetzt die letzte Runde, die ich spiele. Und danach könnt ihr dann entscheiden, ob ihr das Spiel haben wollt oder nicht. Ich würde es euch empfehlen, auf jeden Fall. Oh Leute. Aber im Endeffekt lasse ich es ja euch entscheiden. Das war miserabel, aber Nate ist gleich tot. Und wir werden diese Runde noch gewinnen. Wir übernehmen mal wieder Bob Brandon. Bob Brandon hat eine Schrotflinte in der Hand. Jungs, so macht man das Game. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Counter-Strike Go, ein geiles Spiel. Holt es euch, ich empfehle es euch. Damit tschüss und ciao.